So, ich habe es jetzt einfach mal gewagt und den Sprung gemacht. Wenn ich jetzt gestorben wäre, hätte ich einfach nochmal neu geladen. Egal. Komme ich hier durch? Komme ich nicht. Gut. Ah, da ist es doch. Guck doch mal an. Gut, aber bevor ich da reinspringe. So. Das sah jetzt nicht so gut aus, aber sie scheint es ja, wie man sieht, überlebt zu haben. Aber da würde ich mir gleich eine Platte machen. Ja, wie komme ich eigentlich wieder zurück? Wow, sieht schon krass aus. Aber für mich, das heißt für mich dann wieder, dass Stürze vorprogrammiert sind. Abstürze meine ich natürlich. Ach, wo schreibe ich jetzt das? Scheiß doch der Hund drauf. So, jetzt müssen wir uns irgendwie runterhangeln. Hat sich doch jetzt fallen lassen. Ich will aber erstmal die Waffe wechseln. Wo sind sie denn hin? Ich höre doch die Fledermäuse. Gut, oh, ich habe hier von jedem Sprung Angst, ey. Nein, jetzt kommen sie. Oder? Oder auch nicht? Hm. Naja. Also das ist nicht gerade mein Lieblingslevel. Komme ich jetzt hier hin? Ach so, eins runter. Oder auch nicht? Doch. Bin ich jetzt überhaupt richtig gewesen? Ich glaube schon. Ja, da hätte ich ja, glaube ich, nirgendwo hingehen können. Von dort aus. Oh, weia. Du machst mich schon wieder fertig hier. Ja, so will ich das doch. Da riskiert man hier sein Leben nur für so ein Medipack. Ach. Da muss ich Kugeln verschwenden für diese blöden Fledermäuse. Mal gucken, irgendwo war hier so ein freies Ding. Also wo nicht so ein Ungetüm da drüber ist. Da ist es. Das war die Frage jetzt, wie ich da hinkomme. Ich weiß nicht, ob ich von hier aus hinspringen kann. Ich probiere es jetzt einfach mal. Aber natürlich nicht ohne zu speichern. Weil wie ich mich kenne, stürze ich dann ab. Oh, das war aber knapp jetzt. Das macht sie nicht. Okay. Komme ich da drüber? Da komme ich auch nicht drüber. Jetzt muss ich, glaube ich, hier runter.
Gott sei Dank hat Lara keine Höhenangst. Im Gegensatz zu mir. So. Da drüben ist ein Hebel. Was mache ich denn damit eigentlich? Wie komme ich da hin? Ah, egal. Ich schätze mal, ich muss dorthin springen. Upsala. Mich wundert ja, dass ich noch nicht einmal abgestürzt bin. Ich sag's jetzt besser nicht zu laut, sonst passiert's mir gleich. Na, wenn, ist es ja auch nicht schlimm, wenn ich vorher gespeichert habe. Nicht mehr, wie ich diesen kurzen Sprung machen kann. Das war er jedenfalls nicht. Wie war denn das, nur Herrgott, nochmal? Weia. Geht euch wahrscheinlich zwar auf den Sack, das ständige Speichern, aber das ist mir egal. Ich das hier alles nochmal von vorne machen muss, wenn ich abstürze. Dann mache ich es lieber so. Ich glaube, hier kann ich mich runterlassen, oder? Ich schau gleich mal. Ja. Wunderprächtig. Ich glaube, hier kann ich mich auch ablassen, aber da sind ja noch zwei übrig. Och, der hier auch noch. Aber zum Glück ist der sowieso relativ langsam. Ach, da ist noch Nebel. Okay. Ich könnte wetten, dass da oben der Schalter dafür da ist, um da unten das Gitter aufzukriegen. Guckt euch mal dieses dämliche Viech an. Das ist irgend so ein Untoter. Er will mich hier fertig machen, aber er kriegt es natürlich nicht hin. Ist viel zu langsam, das dumme Ding. Bis der mal überhaupt hinter mir hergelaufen ist, bin ich schon längst weg. Nein, ich muss noch ein bisschen näher. Das ist doch. Ich glaube, da brauche ich einen weiteren Sprung. Immer anhört. Also glaubst du es denn?
Geht doch. So. Bin ja heute mal richtig gut. Wer weiß für wie lange noch. Ich will es nicht zu laut sagen. Wo ist denn da jetzt? Hä? Ach so, okay. Ja, ich wusste's. Das war wieder so klar. Ach nee, also diese Logik hier. So, nochmal speichern. Jetzt muss ich natürlich den Weg wieder zurück, weil sie sich sonst den Hals bricht, wenn sie da runterspringt. Aber obwohl es eigentlich mal lustig gewesen wäre, wenn Lara hier abgestürzt wäre. Weil wie sie dann immer landet und alle Gräten sich von alle Ar die Beine, die Arme von sich streckt. Oh, war ja. Das war jetzt sehr, sehr knapp. Immer noch zu hoch. So, ich bin sicher, jetzt kann ich mich hier runterlassen. Zu diesem Verrückten. Lauf. So. Das hätten wir. Da ist eine Tür. Was ist hier? Mal wieder eine Sackgasse? Sieht aber nicht so aus, oder? Okay, also ich gucke lieber doch erstmal bei der anderen Tür, was es da so gibt dahinter. Ja, muss erstmal wieder geladen werden. Ach so, das ist nur, Ich werde stärker. Das freut mich zu hören, Lara. Das sieht aus wie eine Schrotflinte. Das gefällt mir doch schon mal sehr gut. Ach so. Jetzt kommen wieder Fallen, glaube ich. Das sieht schon so komisch aus hier. Ja, natürlich. Halt. Ich mal gucken, wo kann ich. Ach, hier muss ich das machen. Okay. Ach, ja. Ich bin sicher, das dauert jetzt vielleicht auch noch eine Weile, bis ich das geschafft habe. Oh, jetzt habe ich geschwitzt. Ich habe es ja anstandslos geschafft. Ich bin begeistert. Was sagt ihr denn dazu? Freut ihr euch für mich? Ich bin glücklich, dass ich das geschafft habe. Aber das war ja natürlich noch nicht alles. Halle der Jahreszeiten. Das klingt erstmal schön. Ist es aber nicht. Oh, guckt euch doch, das sind schon wieder diese Dinger. Okay, da wollen wir erstmal natürlich abspeichern.
Ich überlege, ob ich jetzt in dem Part noch irgendeins von denen probiere. Ich probiere es jetzt einfach mal. Was haben wir da jetzt hier? Ich glaube, Erde oder Wasser? Ach, nehmen wir mal das hier. Müssen uns da jetzt natürlich orientieren. Hier ist das gleiche Symbol. Danach müssen wir gehen. Hä? Habe ich das Falsche? Ich war doch eigentlich richtig. Jetzt bin ich hier natürlich falsch. Das ist sozusagen eine Falle. Na gut, aber da ich es jetzt doch nicht so richtig erwischt habe, machen wir das einfach im nächsten Part weiter.